So, hier gibt es wieder Bärengulasch. Und zwar von der... Ja, es gibt ja verschiedene Bärenarten und das ist die sogenannte... das ist die Art der Arschlochbären. So, da haben wir wieder neue Händler. Okay, hoffentlich bieten die ein bisschen was an hier. Oh, vielleicht können wir Sklaven kaufen von denen. Dann haben wir neue Arbeiter. Das wäre nützlich. Brauchen wir aber auch viel zu fressen damit, aber egal, egal. Oh, und wir brauchen dann auch noch mehr. Wir brauchen mehr Kryokapseln. Scheiße. Die Hochzeit feiern. Ja, gleich. So, natürlich nichts. Wir können nur wieder ein Bauteil kaufen. Was sind das immer für Händler? Da ist es voll die Rotze. Der bringt nicht viel, du. Ja, so, tschüss. Tschüss. Achso, annehmen, ja, natürlich. Dann feiert mal die Hochzeit. Die zwei dürfen leider nicht mitmachen. Wobei er eigentlich könnte. Ach nee, das ist das Bein. Das sehe ich ja jetzt erst. Ja, das ist natürlich schon extrem scheiße hier. Ja, Stimmungsboost für die beiden, das ist super. Für die anderen auch, weil es eine Hochzeit gibt. Hier gibt es schön viel Stahl, das hauen wir alles mal weg. So, hier müssten sie langsam mal dran arbeiten, hier auch. Wäre sehr geil. Hier, oh. Hier ist auch noch mehr Stahl. Das vorsorglich schon mal hier. Wir haben allerdings im Lager trotzdem nur 10 Stahl. Aber... Okay, hier ist schon mal ein bisschen Stahl drin. Die haben sie noch nicht mal angefangen, die Entwürfe. Scheißdreck. Oh Mann, wir brauchen so viel Stahl. Oh, hier ist voll, fast. Wisst ihr was? Was könnten wir hier machen? Das Problem ist, wir haben ja nur so wenig Kartoffeln, weil die es nicht gebacken kriegen, das Zeug mal reinzutragen, ne? Ich glaube, ich muss mal wieder hier... ...den hier machen. Tja, entschuldigt, dass ich mich hier immer wieder räuspern muss. Ich habe leider Gottes schon wieder einen Frosch im Hals. Ich frage mich, woher der immer kommt. Ich glaube, das kommt vom längeren Reden. Ich glaube, das kommt bei mir vom längeren Reden. Ich weiß, vielleicht soll ich auch zwischendurch einfach mal einen Schluck Tee trinken hier. Da steht die ganze Zeit, warum ist schon wieder arschkalt. Entschuldigt, ich trinke mal einen Schluck. Ah, wunderbar. Lecker, lecker, wunderbar. So, ich habe jetzt übrigens gerade mal alle zum Träger auserwählt. Dass sie gefälligst den ganzen Scheiß nach Hause tragen. Habt ihr ja mitbekommen. Ich hoffe, das bringt auch was. Ich hoffe, das funktioniert soweit. Hier, das Stahl zum Beispiel sollten sie endlich mal wegtragen. Hier haben wir Bauteile, Plastik ist scheißegal gerade. Aber hier liegen zum Beispiel schon wieder 350 Stahl rum. Das würde die zwei hier drüben schon mal komplettieren fast. Ach, wenn man nah genug rangeht, sieht man auch, wie weit die sind. Habe ich das schon mal... Ja, das habe ich, glaube ich, bisher noch nicht entdeckt gehabt, ne? Oh, es trägt einer. Es trägt einer. Das ist ja der helle Wahnsinn. Hitzewelle. Na, klasse. Okay, hier ist alles abgebaut. Das ist geil. Da gammelt ein bisschen Stahl rum. Schön, jetzt sind sie an der nächsten großen Baustelle. Wir kriegen das schon hin. Also wir brauchen einiges Stahl noch. Wir müssten zur Not wieder Tree Farming machen. Oder aber, ich habe endlich mal das Glück mit dem großen, mit dem tollen Großhändler, der Stahl anbietet. Was ja leider immer noch nicht der Fall ist. Aber hier können wir noch ein bisschen handeln jetzt beispielsweise. Das Ding ist ja, normalerweise haben auch die kleinen Händler vielleicht mal was sowas dabei, aber aktuell haben wir da echt Pech. So, wir gehen mal mit Gans handeln. Hallo, bleib da. Hallo, hallo, ich will kaufen. Wir können mal ein bisschen Heu verkaufen. So. Bauteile haben die nicht.
Agavefrucht. War doch immer. Warum, aber woher denn Agavefrüchte? Ja, naja, also komm, hier. Ne, bisschen mehr bitte. So. Völlig für den Arsch hier das Ganze, aber naja, gut. Nehmen wir zumindest mit, was wir kriegen können. Und ärgern uns nicht weiter drüber, ne? Störung, tschüss. Okay, wir haben auf jeden Fall, also Platz haben wir genug, noch um was abzubauen. Das wird auch nicht das Problem sein, dass wir das Stahl rankriegen, nur wie lange das dauert, bis wir das Stahl rankriegen. Das ist das andere Problem. Und ich hätte ganz gerne dann doch mal das Ding jetzt fertig hier bald. Und am schnellsten würde das halt gehen, wenn wir endlich mal Stahl kaufen können. Dann ist das ratzefatze erledigt hier, die Sache. Oh, guck mal, die übrigen Mahlzeiten gehen runter. Warum das denn? Was hab ich denn zu wenig? Haben wir zu wenig Fleisch? Oh, leck mich am Arsch. Das Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich fertig. Da ist schon wieder ein Bär. Und ein Puma. Wow, riesige Hirschherden. Ach du heilige Scheiße, werden wir mit Sicherheit wieder angegriffen. Egal. Ich jage alles nieder auf dieser Map. Alles. Aber als erstes, Freunde, speichern wir kurz. So, und dann... Na, guter Bagger, Lachse, genau, ihr beide noch. Zuerst Vernichtungsplan. Ihr wisst Bescheid. So, wir verschaffen uns mal kurz einen Überblick hier oben. Ach, guck mal. Alles jagen, alles niedermähen auf dieser Karte. Scheiß Natur! Scheiß Natur, wir machen alles kaputt. Was soll es denn? Alter, wie viele Tiere hier sind. Okay, es dürften tatsächlich nur der Bär da unten und der Puma da unten sein. Gut, 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 erledigt. So, ich bin am überlegen, ob wir so ein paar... Nee, scheiß drauf. Machen wir nicht. Einer trägt... Okay. Wo ist der Puma? Ach, hier. Okay, Wagen, das ist verteilen, das ist super. Und die Jäger sind direkt am Arbeitsplatz. Ich kann sogar Tiere mit einpacken. In die Kryo-Schlafkapsel. Wozu? Allen Ernstes? So, wir haben wieder Händler da. Und Red Taxman, warum? Boah, der hat Schuss abbekommen, okay. So, es werden immer mehr Kartoffeln, verdammte Scheiße, und keiner trägt sie weg. Wir werden einfach nicht fertig. Ah. Nee, nicht abreißen. Löschen. Hier, da soll jetzt mal aufgehört werden. Das ist mir sonst, wir haben ja sonst zu viel Heu.
So, falls mal wer Lust hat irgendwann. Wo sind die Händler? Ah, hier. Ja, können wir handeln. Mit Ciara. Aha. Okay, das ist leider wieder. Wo haben wir eigentlich 7000 Kartoffeln? Der zeigt uns hier 2000 an. Ach so. Weil die Scheiße alles auf dem Feld liegt. Natürlich. Ach, kein Wunder. So viel Kartoffeln liegen da rum. Okay, da 75. Ja, okay. Da liegen einige. Ja, da liegen ein paar. Es tut mir leid. Habe ich nicht drauf geachtet, aber es trägt ja auch kein Schwein was weg hier, ne? Ist ja, naja. Was soll's auch, ne? Wir brauchen ja auch nicht das Dorf. Das muss ja, kann ja hier rumliegen, ist ja klar. Und warum sollte man das wegräumen? Und das, obwohl ich alle zum Träger ernannt habe. Ich glaube, ich habe gerade einfach, ich weiß nicht, die zwei Leute, die fehlen schon extrem. Ich meine, wir können die locker noch miternähren, aber ich würde schon gerne mal jetzt teilweise vielleicht Sklaven kaufen oder so. Oder endlich mal vielleicht Gliedmaßen für die beiden, aber es geht ja nichts. Da geht ja nichts. Zwar hier, guck mal, diese, das könnte man fest fertig machen, das auch. Da fängt es an, okay. Aber es macht auch keiner die Entwürfe, nichts. Weil wir zum Beispiel, Landwirt fehlt nicht unbedingt, das ist Bums. Aber es fehlen hier, guck mal, die waren beide Bauarbeiter. Oh Mann. Wir brauchen Bauarbeiter. Es macht keiner mehr was. Wer ist jetzt unser einziger Bauarbeiter? Oh, warte mal. Ne, Jäger nicht. Hier, Bauarbeiter. 16, Larry und Tiger. Das ist eine schöne Scheiße hier. Larry, du machst jetzt gefälligst mal die Entwürfe hier. Ne, warte mal. Larry, du machst folgendes. Okay, der holt Stahl. So, wir machen jetzt mal die Kryo-Schlafkapseln hier fertig, die ersten. Dass das mal endlich da geritzt ist, die Sache. Larry schlachtet Kreatur. Larry, du blödes Arschgesicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hasse das. Ich hasse das, wenn du gibst denen schon Aufgaben, ja, und selbst dann machen sie wieder was anderes. Spacken. So, jetzt lassen wir das Ding hier nämlich mal fertig bauen hier. Nix da, hier geblieben. Was? Ach, da ist ja immer noch. Ach so, ich habe das Falsche ausgewählt. Nee. Larry. Larry. Guck mal, wie viel Stahl hier wieder ist. Sehr schön. Oh, das ganze Stahl hier ist schon wieder weg. Boah. Das ist schon bitter. So, fertig bauen, please. Und hier brauchen wir noch 60 Stahl. Boah, wir brauchen echt ultra viel Stahl. Das ist schon pervers. Und die zwei, die fehlen extrem. Larry hat die Schnauze, war das fertig. Jetzt kannst du essen gehen. Na? Also. Ja, da kommt wieder Händler. Ich bin ja mal gespannt. Was haben die denn? Affen dabei dort? Affen, tatsächlich. Ich bin ja mal gespannt, ob jetzt endlich mal vielleicht ein Händler kommt, der was taugt. Okay, die Hitzewelle ist vorbei, das ist gut. Ich habe gar nichts davon gemerkt, um ehrlich zu sein.
Was war das für ein Geräusch? Habt ihr das Lachen gehört? War das in-game oder war das nicht in-game? Oder werde ich beknackt? Habt ihr das Lachen gehört? Also ich habe so leicht gerade das Gefühl, ich werde beknackt. Habt ihr das Lachen gehört oder bin ich der Einzige? Oder war das der Affe? Das war der Affe. Ah, ich glaube, das war der Affe. Na Gott sei Dank, ich werde nicht beknackt. Ich dachte schon, ich werde leicht bescheuert. Achso, mir fällt gerade auf, ich soll mal ein Päuschen machen. Das hat vom Timing her nachher wieder passt. Ja, Ramsay, ne, das ist wieder bescheuert. Okay, Ramsay kümmern wir uns nächstes Mal drum, beziehungsweise, ne, bevor ich das vergesse. Das mache ich jetzt noch. Ramsay, geh hier hin. Und Larry, geh ihn heilen. Ich frage mich übrigens, wie ich immer noch, das muss ich jetzt mal gerade kurz schauen, wie ich immer noch so viele Kräutermedizin haben kann. Wir hatten nicht immer Medizin. Wir hatten nicht immer Medizin. Ich frage mich, die Kräutermedizin wird gar nicht benutzt anscheinend. Ich weiß aber nicht warum. Wo könnte man das denn nochmal einstellen? Hier. Bestmögliche, genau, bestmögliche. Und die haben aber nie die Kräuter benutzt, obwohl ich teilweise gar keine Medizin da hatte. Komisch. Egal, ich hab's auf jeden Fall, falls wir dies nicht haben. So, okay, der wurde behandelt. Nice, jetzt machen wir kurz mal ein Päuschen, wie gesagt. Speichern. Es lief leider absolut beschissen hier. Wir sehen's. Gil und Reese, es tut mir echt leid um euch beide. Es tut mir so leid, aber ich konnte nichts für euch tun. Ihr seid einfach nicht schnell genug weggerannt und der scheiß Bär hat euch immer wieder gekriegt. Er hat euch ein Bein und einen Arm nach dem anderen abgefetzt. Bären, ich hasse euch. Bärenhass ist real, würde ich sagen. Und sobald ich hier Bären sehe, ich werde sie vernichten gehen. Es tut mir leid, wenn das in nächster Zeit vielleicht öfters, in den nächsten Folgen öfters passieren wird. Ich werde die Bären absolut ohne Gnade ausrotten, ja. Ich werde sie instant ausrotten, sobald sie hier auftauchen. Denn ich hasse Bären. Das war's von mir. Hier ist ein verfickter Bär. Nein! Okay, das machen wir nächste Folge. Wir wissen, was wir nächstes Mal zu tun haben. Wir machen den Bären tot. Und zwar toter als tot, sodass er sich mit dem Boden verschmelzt. Wir stampfen ihn in die Erde. Und ja. Ja, das wird Spaß machen. Und jetzt aber erstmal sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei, wenn es heißt erneuter Bärenhass. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Bis zur nächsten Folge. Euer Skarok und tschüss.